Ja, moin sind meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Final Fantasy 10 auf meinem Kanal Matze und wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und zwar sind wir, oder haben wir gegen Seymour gekämpft. Ich weiß nicht, ob es das letzte Mal war, aber er war auf jeden Fall ziemlich stark, Leute. Wer das verpasst hat, sollte sich die letzte Folge auf jeden Fall nochmal geben. Und wir gehen jetzt weiter. Wir haben ihn besiegt, wir haben ihn geschlagen und jetzt müssen wir mal gucken, was uns als nächstes hier erwartet, ja? So, wir haben ja den Berg Gagaset so gut wie überwunden und müssen dann jetzt als nächstes in Zanaken ankommen. Und wenn wir in Zanaken sind, sind wir quasi an unserem Ziel. Dort müsste der Fight oder der Kampf gegen Sin oder Sin, wie auch immer, stattfinden. Wo wir in der letzten Folge rausgefunden haben, das ist der Vater von Tidus ist, also Sir Jacked. Das wird noch sehr, sehr spannend, Leute. Das wird noch sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant. Aber wie, was ist denn hier los? Geht da ab? Gut, das haben wir gerade gespeichert. Was sind das? Das sind Faith. Ein Summoning. Someone is using these faith. Someone is drawing energy from all of them. This many? Who wields power on this scale? And what could they be calling? Hey, you know something, don't you? Spill the beans. Look not to others for knowledge. This is your journey too. Uni might die, you know? No. Aaron's right. This is our... This is my story. Was ist da los? Gibt's einen Kampf? Kampf? Mal her damit. Her mit den Gegnern. Und wo sind wir denn jetzt gelandet? In dem alten Zanaken sind wir gelandet. Hier, wo es noch so richtig gut ist und richtig heil und alles in Ordnung ist. Okay. Gehen wir ab, Mann. Ding anspielen. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich bei diesem Ding irgendwas machen muss. Schließlich wurde mir das so wurde da so ein bisschen die Kamera drauf gelegt. Hm. Naja, wir laufen mal weiter. Ist das seine Bude? Es kann sein, dass es seine Bude ist. Ja, da hinten hängt seine Klamotten sogar. Seht ihr das? Da hinten links hängen seine Klamotten. Welcome home. You. Remember me? We met in Bavel. Yeah. But that wasn't the first time we met. I've known about you for a long time. A long, long time. I feel like I know you too. Where are you? Ist es vielleicht der Dips nur ein klein? Da sind die ganzen Pokale, die er gewonnen hat. What's gotten into you, hey? Wake up! Wake up! Wait, this is a dream. Precisely. A dream?
Are you crazy? I don't have time to be dreaming now. You're wrong. It's not that you're dreaming. You are a dream. Oh. Wait a sec. Was will er ihnen damit sagen? Will er uns sagen, dass wir nicht existieren in Wahrheit? Dass die anderen sich Videos einbilden? Dass er in Wahrheit ganz woanders ist? Guck mal, hier hinten hängt seine Kleidung. Aber ich kann damit nichts anfangen, also ich kann es nicht ansprechen. Ich versuche ja gerade so ein bisschen gucken, ob man irgendwas mitnehmen kann oder so, aber gibt's nicht. So, dann gehen wir nochmal zu dem Jungen. Was a war. Yeah, with Machina, right? Yes, a war between Xanarkand and Bavel. Bavel's Machina assured their victory from the start. Spira had never seen such power. The summoners of Xanarkand didn't stand a chance. Xanarkand was doomed to oblivion. That's why we tried to save it, if only in a memory. What did you do? The remaining summoners and the townspeople that survived the war. They all became faith for the summoning. The summoning? You mean sin? No, I mean this place. A Xanarkand that never sleeps. What? The dreams of the faith summoned the memories of the city. They summoned all the buildings, all the people who lived there. The people? What? They're all dreams? Me? Too? Mm-hmm. Yes, you're a dream of the faith. You, your father, your mother, everyone, all dreams. And if the faith stopped dreaming, wird er verschwinden oder was? Ja, ich habe das Spiel schon mal gespielt, aber ich weiß es. Ich kenne halt auch nicht mehr alles so 100%. Das ist bei mir jetzt schon 10 Jahre her. Über 10 Jahre. Ah, wobei, nee, 10 Jahre kommt hin. Noch ein bisschen mehr als 10 Jahre. Ist es her. Was ist denn da jetzt auf einmal los? Sieht auf einmal so verstört aus. Komisch. So verbrannt oder so. No. So what if I'm a dream? I like being here. We've been dreaming so long. We're tired. Would you and your father, would you let us rest? Both you and your father have been touched by Sin. Sin, the one around whom all Spira, the Spiral, evolves. What are you saying? Das ist echt alles ein bisschen verwirrend. You two are more than just dreams now. Wake up! Wake up, please! Just a little more, and maybe... Maybe you are the dream that will end our dreaming at last. Vielleicht? Vielleicht auch nicht! Are you all right? Oh, phew. Hey, we were so worried about you. You okay? Eine Frage, die ich mir direkt stelle, ist, woher kennt Orin? Nothing. I blacked out. Wenn wir im Traum sind, ist er vielleicht auch im Traum? You called me.
And I woke up. Vielleicht ist das alles nur ein Traum? Wer weiß. Nothing like a good nap. Well, I'm ready. Let's go. Okay, weiter geht's, Leute. Weiter geht's im Takt. Dann wollen wir mal weiter marschieren. Das sieht schon cool aus irgendwie, ne? Ich meine, gut, die Grafik ist halt alt, ne? Man sieht halt, dass das Spiel in Jahre gekommen ist. 10 Jahre alt. Bisschen älter als 10 Jahre. Ich weiß nicht, ich glaube, kann es sein, dass das Spiel von 2002 ist? Release, erst Release? Bin mir nicht ganz sicher. Aber, ja, man sieht, dass es halt in Jahre gekommen ist. Aber ich finde optisch, damals war es ein Kracher. Damals war es ein absoluter Kracher. So eine gute Grafik gab es selten. Und jetzt denkst du dir, hast du eine Scheißgrafik. Weißt du, wisst ihr, was ich meine? Die Entwicklung ist Wahnsinn. Die ist Wahnsinn. Wahnsinn ist die Entwicklung. Wir geben mal Vollgas. Mal ein bisschen hier die Fresse polieren. Yo, Bro. Ja, für dich. Der Gegner ist stark. Was er so zu bieten hat, wenn er zuschlägt. Ein schönes Gift. So mögen wir das doch. Achso, ich wollte unbedingt nochmal ausprobieren, wie sich Kimari jetzt schlägt. Der jetzt ganz schön viel Angriff dazu bekommen hat. Oh, 2500. Ja, ist auch nicht schlecht. Runter. Pop! Und das war's. Mal gucken, wie viel Erfahrung es bringt. Das fette Vieh. Ja, nicht schlecht. 6000. Wie viel hat Orin? Ja, das passt. Orin kann ruhig weitermachen, so. Easy. Vorne gibt es nochmal einen Speicherpunkt. Wieder das fette Vieh. Und diesmal ein Hinterhalt auch noch. Speicherhalt. Ich werde den guten. Stummhieb, Stummschock. Den guten Kimari werde ich direkt auswechseln, weil er vergiftet ist. Weil dann fügt ihm das Gift, glaube ich, auch keinen Schaden zu. Echt, Panzerbrecher. Bam! Nochmal über 5000. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und Konter. Pop. War aber immer noch nicht alles. Das war es immer noch nicht. Jetzt haben wir. Ah, haben ganz schön viel Leben, die Dinger. Und wie Endgegner. 6000 ist auch viel Erfahrung. Wirklich viel Erfahrung. Und wir haben nochmal einen Gegner, bevor wir speichern können. Ist mal was anderes. Zwei von den Dingern. Auch hart. Mal gucken, wie wir uns gegen die schlagen. Ah, 4000. Autsch. Kein Konterangriff, schade. Und Schock? Ne, Blindschock brauche ich. Mit dem Schock wird er auch wenigstens blind. Andere macht ihn immer nicht so richtig blind. Alter! Dass die gar nicht kontern und dass die Gegner trotzdem noch treffen, das finde ich ganz schön hart. Okay, oder? Ha! Weg mit dir. Der ist schon mal weg. Ey, du... Mach mich nicht wütend, ey. Bam. Wechsel nochmal Kimari ein. 4.900.
schönes Ding. 5100, auch ein schönes Ding. Damit. Ja, Leute. Mal gucken, wie viel Erfahrung das bringt. Zwei von denen. Guck mal. Seht ihr? Das bringt gerade mal die Hälfte. Ich will mal eben noch mal eine Sache gucken. Und zwar, ob wir waffentechnisch irgendwie noch mal Verbesserung haben. Hier haben wir Durchschlag, Angriffskraft und Durchschauen. Beispiel, wir haben gerade bei ihm eine interessante Sache bekommen. Eine interessante neue Waffe bekommen. Kotetsu. Konter. Da hat er auch Konter drin. Durchschlag und Konter. Das nehmen wir rein. Dann hat er jetzt auch noch Konter. Dann hat quasi das komplette Team hier immer Konter. Was hat er da? Hat er Ausweichkonter. Oh, jetzt hat er allgemein. Er hat aber allgemein Konter. Er kontert, glaube ich, immer. Also, Auron. Hier hat er auch Ausweichkonter. Vielleicht ist es auch dieselbe Waffe, die er gerade schon hat. Was haben wir bei ihm noch irgendwas Neues, Interessantes bekommen? Naja, die Stichlanze ist schon die beste, die er hat. Videos. Auch nicht. Er hat auch den richtigen Konter. So, wir speichern dann an der Stelle hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, Leute. Das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein. Ciao.